Ei gude wie man so schön in Hessen sagen würde. Ich begrüße euch zum Gewinnspielauslosung. Seit letzter Woche haben, glaube ich, 16 bis 18 Leute mitgemacht, was mich sehr freut. Zumal ich ja auch glaube, dass die meisten ja schon Ramman haben und Clamchamp. Und wahrscheinlich sind vielleicht viele auf die Wrestling-Postkarten scharf. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Es haben viele mitgemacht. Das freut mich sehr. Und jetzt werde ich mit euch gemeinsam den Gewinner oder die Gewinner ermitteln. Seid aber nicht enttäuscht, denn wir sind alles Gewinner. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Ich habe in einem von Rees Videos gesehen, dass er auch ein Gewinnspiel gemacht hat und mit dieser Seite den Gewinner ermittelt hat, bestimmt hat. Und diese Seite nennt sich pickgewinner.co. Rees ist auch verantwortlich für meine Hintergrundmusik in den Videos. Wenn euch diese gefällt, kann ich auch mit dem Link in die Infobox aufnehmen. Ich finde es ziemlich geil und das Ganze auch kostenlos. Also ein sehr, sehr geiler Typ, der Rees. Und nun würde ich hier einfach mal den Link einsetzen von dem letzten Video und klicke hier auf Fetch. Jetzt will er wissen, wollt ihr irgendwelche Filter inkludieren oder sollen Antworten inkludiert sein? Ich sage mal, die Antworten können drin bleiben, aber ich würde jetzt hier noch einen Keyword-Filter, also einen Schlagwort-Filter einsetzen. Die Bedingung war ja Hashtag Toyline und genau das tippen wir jetzt auch ein. Für die Spiegelung bitte ich um Entschuldigung, aber es lässt sich nicht vermeiden. So, 17 Leute haben mitgemacht, wie ihr sehen könnt. Und wir ermitteln jetzt erstmal die Gewinner der Postkarten. Und der Gewinner ist Millery Tension. Ich muss zugeben, auch mir fällt keine schlechte Toyline ein. Habe hier extra noch die Kommentare gelesen, um vielleicht Anreize für schlechte Toylines zu bekommen. Aber nichts dabei, denn entweder sind die genannten für mich nicht schlecht oder ich habe nicht mal gewusst, dass es zu XY überhaupt eine Toyline gegeben hat. Am wenigsten konnte ich allerdings, um es mal anders zu formulieren, mit den Turtles anfangen. Die Serie war ganz lustig, aber für die Toyline habe ich mich nie wirklich interessiert, beziehungsweise hat mich nie gejuckt. Mach weiter so. Gratulation mit ja, Military Tension, auch ein sehr interessanter Name. Du gewinnst die Postkarten. Das waren die hier. Und nun ermitteln wir den Hauptgewinner und die bekommen dann, oder der bekommt dann Clamchamp und Ramman von den Masters Origins. Dann schließen wir mal hier den Kommentar und klicke nochmal auf Pick a Winner. Alex R. Die Tankstelle habe ich auch noch aus meiner Kindheit. Damit ist die Pitstop-Tankstelle gemeint von Mask. Schönes Teil. Eine schlechte Toyline gab es bestimmt, mir fällt aber keine ein. Cool, Alex, du hast es geschafft. Gratuliere. Du bekommst einmal den Clamchamp und den Ramman. Die beiden sind auf dem Weg für dich. Zu dir, so rum. Und Millery Tension, du bekommst von mir die Postkarten und die Versandkosten gehen auf meinen Nacken, wie man so schön sagt. Ich sagte eingangs, wir sind alles Gewinner, denn es gibt noch eine coole Aktion vom shop-spielzeugworld.de, also der Dominik, der dahinter steckt, denn er stiftet oder sponsert noch einen Rabattcode, der nennt sich MATE10. Ich blende den nochmal hier ein kurz. Nimm den auch nochmal auf in die Infobox und ihr habt hier 10% Nachlass mit diesem Rabattcode auf alle Artikel und das Ganze gilt oder läuft bis Ende diesen Monats, also bis Ende September. So, das waren die Gewinner. Ich hoffe, ihr habt viel Freude mit den Sachen. Ich zeige nochmal kurz die Postkarten für Millery Tension. Und dann bitte ich auch hier Millery Tension, da ich euch beide nicht kenne und den Alex R. auch nicht, nehmt nochmal Kontakt zu mir auf. E-Mail-Adresse nehme ich auch nochmal auf in die Infobox. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir das zeitnah abwickeln können. Und das war's mit dem Gewinnspiel. Und nun zeige ich euch, was ich in den letzten Tagen ergattern konnte an Neuzugängen. Bleibt also dran, bis gleich. Und weiter geht's. Und wie soll's anders sein? Wir machen erstmal ein bisschen weiter mit Wrestling. Ich habe mir hier von Jax aus dem Jahre 97 Mint in Sealbox dieses Set gekauft. Ich habe es schon mal unboxed und aufgebaut, damit wir ein bisschen Zeit sparen. Und die Box, obwohl das Set sehr klein ist, seht ihr, ist die Box riesengroß und würde nicht ins Bild passen. Hat mich sehr gewundert, aber es war halt irgendwie eine sehr flache, dafür umso breitere Box. Und nun steht es hier, der Action Ring von Jax aus dem Jahre 97 mit der Bezeichnung Royal Rumble. Und ich zeige euch, was dieses Set alles inkludiert oder beinhaltet. Wir haben hier einen Paul Bearer mit Urne, die ist fest verbaut. Und das Gute ist, der ist sogar ein bisschen beweglich, der Gute. Er kann seine Arme heben und seine Hüfte. Hier nochmal von hinten die Figur. Und der einzige Haken bei dieser Geschichte ist, man kann die mit den Hasbros schlecht kombinieren, weil ihr seht hier zum Vergleich, der Paul Bearer oder diese Minifiguren gehen den Hasbros gerade mal bis zur Hüfte.
Sonst hätte man da vielleicht auch hier Paul Bearer als Manager vom Undertaker benutzen können für seine Vitrine, seine Sammlung. Aber das klappt dann an der Stelle leider nicht. Also Paul Bearer, einer von 6 Minifiguren, ist mit dabei. Was aber ein bisschen schwachsinnig ist, das seht ihr vielleicht hier schon, der Undertaker fehlt. Also wir haben hier den Paul Bearer, aber es fehlt Kane oder der Undertaker. Macht für mich gar keinen Sinn. Mit dabei ist aber Animal mit einem schönen Faceprint. Und das Tolle ist, dieser Brustpanzer lässt sich entfernen. Ist das cool? Das hätte man damals bei den Hasbros auch machen sollen mit den Legion of Doom Figuren. Das wäre richtig geil gewesen. Also ich setze nochmal auf das Ganze. So sieht er aus mit voller Kampfmontur. Richtig nice. Animal finde ich gut. Das ist eine sinnvolle Ergänzung bzw. gut ausgewählt. Und da darf natürlich Hawk nicht fehlen von den Road Warriors bzw. Legion of Doom. Und auch hier lässt sich entfernen das Ganze. So sieht er ohne aus. Ja, hübsch designt, finde ich gut. Gefällt mir. Also diese 3 Figuren sind noch die besten. Jetzt kommen wir zu den schlechten Figuren, wie ich finde. Die hatte ich auch nicht hinzugefügt im Set. Das hier soll der Burger King sein, Jerry the King Lawler. Man kennt es eigentlich nur hier an den Kronen auf der Hose vielleicht und an seinem Outfit. Er hatte immer nur einen Träger gehabt, ähnlich wie Andre the Giant. Keine tolle Figur, bin auch kein Fan von ihm gewesen. Da hätte ich mir andere Figuren lieber gewünscht, weil 97 gab es Stone Cold, Vader, Ahmed Johnson, Goldust. Und dann gab es auch diesen Wrestler hier, Wildman Mark Merrow. Auch nicht unbedingt zu erkennen, aber hinten steht es immer drauf, Wildman Mark Merrow. Ich fand, glaube ich, Sable war seine Managerin, die fand ich ziemlich heiß. Ihr seht, hier ist ein Finger zu kurz geraten, nicht schön verarbeitet. Kann man das sehen? Ja. Eine der schwächeren Figuren, wie ich finde, und ebenso unwürdig umgesetzt, ist Davy Boy, der British Bulldog. Da steht es hinten auf der Hose, Bulldog. Das sind für mich wirklich hässliche Figuren, gefallen mir überhaupt nicht. Von denen würde ich mich sogar trennen. Bearer und Legion Sturm werde ich behalten, aber die 3 versuche ich mal loszuwerden. Dann haben wir ein paar nette Accessoires zum Ring. Ein Klappstuhl, der sich aber nicht aufklappen lässt. Den kann man nur so in die Hand drücken. Mit einem Sticker, der schon drauf war, Royal Rumble. Und ich finde das WWF-Logo und diesen Schriftzug, ach, das ist einfach geil. Da kommen echt Gefühle hoch. Dann haben wir hier diesen Leiter oder diese Leiter, lässt sich auch nicht zusammenklappen, das ist auch fest hier. Ja, kann man quasi auch nicht so viel damit dann anstellen, außer es dann aufzustellen und ein paar Figuren drauf zu drapieren. Und dann kommen wir zum eigentlichen Highlight, was mich auch sehr gereizt hat, ist dieser Ring mit diesem fantastischen WWF-Logo. Hier, dieser Kratzer war leider schon drauf, aber das Set ist nun mal alt und dann sehen wir hier auch nochmal, mache ich die Absperrung gerade mal weg. Das schöne Royal Rumble Logo. Das hier ist wiederum ein Sticker und das ist ein Print. Und nun haben wir hier untypisch diese Steel Cage Variante. Nehme ich auch mal ab. Einfach draufstecken und wieder abnehmen. Kinderleicht. Und dann sehen wir noch mal ein bisschen mehr vom Ring. Und ich bleibe dabei, dieses Logo ist einfach atemberaubend schön. Nehmen wir von der Seite. Das hier ist das einzige Feature, was das ganze Playset hat, zeige ich euch gleich. Damit fliegen die Wrestler quasi in den Ring. Und das hier ist für mich keine Feature, das ist einfach eine peinliche Umsetzung. Das soll eine Ringglocke sein, aber hört euch mal an, wie mickrig der Glockenton ist. Ich weiß nicht, also ich finde es scheiße, sagen wir es mal so. Hier nochmal die Absperrung. Und nun kommen wir zum eigentlichen Feature. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Wir nehmen jetzt irgendeine Figur. Ich glaube, der technisch versierteste Wrestler von diesen 6 Figuren war wohl der gute Mark Merrow. Und wenn ich jetzt alles richtig mache, dann wackelt erstens der Tisch und Mark Merrow macht hier einen Salto Mortale in den Ring. Ich stelle ihn mal so hin. Wünscht mir Glück. Das hat nicht ganz geklappt. Wir versuchen es aber 3-mal insgesamt. Jetzt drehe ich ihn aber mal um. Vielleicht hilft es ja doch was. Ach okay, alles klar. Ich weiß nicht, ob es so angedacht ist, aber es hat so funktioniert. Und das ist die Action sozusagen. Deswegen nennt sich das hier wohl auch Action Ring. Die Seile, ja, da kann man nicht wirklich... Doch, kann man auch federn ein Stück weit. Das geht schon. Oh, das geht sogar sehr gut. Also, ihr seht, die Seile sind sehr angespannt in Gänsefüßchen. Und das ist das Set von Jax. Gibt es auch in verschiedenen Varianten mit anderen Minifiguren, WrestleMania, King of the Ring, also quasi alle Pay-Per-Views aus den 90ern. Hier nochmal die Unterseite, die ist aber unspektakulär. Und
Ich finde es cool. Ich würde da auch hin und wieder mal ein paar Hasbros dort positionieren für Fotos. Habe ich auch schon gemacht. Gefällt mir einfach richtig gut. Das soll es dazu gewesen sein. Dann, bevor wir weiter mit Wrestling machen, habe ich noch ein anderes Thema. Und zwar G.I. Joe. Diese Neuauflage, was heißt Neuauflage? Diese Figuren gab es ja sowas nicht. Also es ist von Hasbro. Und die sind jetzt vor kurzem erschienen, vor ein paar Monaten. Hier haben wir Lady J. Mit G.I. Joe hatte ich wenig Berührungspunkte. Das war meine Mutter scheinbar damals nicht pädagogisch wertvoll genug. Natürlich war Mask und Masters und so weiter auch nicht pädagogisch wertvoll, aber das hier ist ja offensichtlich, dass es Kriegsspielzeug ist. Das hat natürlich in den USA einen riesen Zulauf gehabt und einen riesen Erfolg hier bei uns in Deutschland und Europa. Glaube ich, haben nicht viele G.I. Joe gehabt in ihrem Kinderzimmer. Hier sehen wir nochmal die Rückseite. Sehr, sehr geiles, ja, Art, Cover Art. Sehr cool. Snake Eyes, den kenne ich auch noch. Der hier sieht aus wie Miles Mayhem mit seiner Maske. Mit seiner Viper-Maske. Also sehr gut gezeichnet, richtig gut. Und die Figur soll auch sehr gut sein. Und ich wiederhole es nochmal, der Dominik von shop-spielzeugwelt.de hat mir dieses Set zur Verfügung gestellt als Rezensionsexemplar. Ich habe also nichts dafür bezahlt. Stelle es euch hier aber vor und darf es dann auch behalten. So, jede Menge Accessoires. Scheint das Teppichmesser gar nicht zu benötigen. Hier löst sich schon die Perücke. Ja, anders als die Moto Origins kommen sie hier ohne Fäden aus. Weil die nerven mich ja maximal oder kolossal. Was haben wir jetzt hier? Hä? Wie kriege ich die Dinger raus? Okay, hier ist dann doch wieder mein Teppichmesser gefragt, weil hier ist Tesafilm, auch wenn man es gar nicht sieht. Ein Messer, ein Dolch. Okay, dann packen wir das hier raus. Und noch ein Tesastreifen. Ich warte noch auf den Tag, dass ich mir mit dem Teppichmesser in den Finger schneide. So, jetzt habe ich diesen Film am Finger kleben, auch ungünstig. Und den Ellenbogen habe ich mir auch gestoßen. So. Aber das war der ätzende Teil, den haben wir jetzt überstanden und ich muss der Guten erstmal sofort irgendwas aufsetzen. Das sieht ja schrecklich aus. Aber ihr seht, wie leicht sich die Kopfbedeckung oder die Haare abnehmen lassen. Und nun haben wir hier Lady J. Und ihr seht hier, ein Gürtel hat sie hier, beziehungsweise Waffengürtel. Wie nennt man das denn? Das hat auch einen Fachbegriff, das Ganze. Mit Tasche. Oh, guck mal, wie viele Gelenke. Ach du Schande. Also, wir haben hier einmal das Armgelenk, den Ellenbogen, natürlich die Schulter. Und die Schulter lässt sich auch nochmal bewegen. Okay, also jede Menge Artikulationspunkte. Der Hals sowieso. Hier ist sogar ein leichter Fleck drauf. Das gefällt mir gar nicht. Seht ihr hier vielleicht? Da. Muss ich mit dem Schmutzradierer mal entfernen. Das ist echt unschön im Gesicht. Gerade am Kopf, wo man immer hinguckt als erstes. Ja. Nicht so schön. Aber hier mit schönem Print auf der Mütze. Hier nochmal von hinten das Ganze. Da können wir wahrscheinlich den Rucksack dran stecken. So ist es auch. Und dann haben wir hier ihr Backpack. Ich war nie im Krieg oder auch, Gott sei Dank war ich nie im Krieg. Und ich war auch nicht beim Bund. Ich habe keine Ahnung, was das hier sein soll. Eine Antenne, ich weiß es einfach nicht. Keine Ahnung, müsst ihr mir das vielleicht sagen. Ja? Bin da nicht so beheimatet in diesem Genre. Hier auch nochmal ein Print. Ist eine geile Figur, kann man nicht anders sagen. Die Beine lassen sich auch bewegen, logischerweise. Also hier die Hüfte lässt sich auch bewegen. Ein wenig, ist nicht die Hüfte, sondern eher so der Brustkorb. Und hier die Knie kann man natürlich bewegen. Die Füße auch nochmal. Also da ist einiges möglich an Positionierung. Fast schon zu viel, wenn ihr mich fragt. Ja? Die Frage ist, kann sie denn auch eigenständig gut stehen? Und manchmal ist ja auch zu viel des Guten, wenn ihr versteht, was ich meine.
Und genau das ist bei der Figur, habe ich das Gefühl, auch der Fall. So ganz stabil auf den Füßen ist die Tante hier nicht. Kann natürlich auch wieder an meinem fehlenden Talent liegen, aber jetzt haben wir sie hier. Und jetzt guckt mal nach oben. Naja, so, da steht sie zumindest. Hier unten haben wir noch Löcher in den Schuhsohlen. Und jetzt müssen wir noch Waffen zusammenbauen. Versteht mich nicht falsch, nur weil ich kein großer G.I. Joe Fan war, bin oder nicht so viele Spielsachen hatte. Ich hatte den Apache-Hubschrauber und noch 3-4 Figuren, das war es dann auch schon. Weiß ich durchaus zu schätzen, dass es eine mega geile Toyline war und dass die zu Recht ihre Fans weltweit hat. Das ist nämlich geiles Spielzeug und auch hier diese Toyline sieht richtig gut aus. Ihr seht ja auch, wie groß die Figuren sind. Ne? Das ist wirklich was für Sammler. Richtig schön. Jetzt haben wir hier auch die Speerspitzen dran. Ich glaube, das ist zweimal die gleiche Waffe. Hätte ich jetzt so nicht unbedingt gebraucht. Ist aber so gelöst worden. Zweimal den Speer. Und dann haben wir hier noch den Dolch. Den können wir auch nochmal in die Hand reichen. So. Ziemlich fies. So ein kleiner, kurzer Dolch. Und dann haben wir noch hier den Blaster und der sieht für mich am besten aus. Ich weiß nicht, ob es sowas wirklich gibt beim Militär, solche Waffen, aber es sieht natürlich mega aus. Chicks and Guns, genau das wünscht man sich. Jetzt machen wir nochmal die ursprüngliche Kopfbedeckung bzw. Haare drauf. Und da haben wir Lady J. Also es ist eine geile Figur. Mich ärgert jetzt wirklich nur dieser Fleck. Das passiert aber auch den besten Toylines. Und ja. Jetzt steht sie auch, ohne Probleme. Also es lag wohl an mir. Und das war's, glaube ich, auch schon. Wofür das Teil hier ist, kann ich nur mutmaßen. Dann machen wir eine Speerspitze mal wieder ab. Aber ist es dann noch eine Waffe oder soll es dann ein Schlagstock sein? Ich weiß es nicht. Okay, da ist sie, die Gute. Richtig geil. So viel Accessoires und ich liebe Zubehör ja über alles, fast schon mehr als Actionfiguren an sich. Und hier ist wirklich für ihn was dabei. Es ist ein toller Look, sehr detailliert die ganze Figur. Backpack, dieser Gürtel, die Waffen überall. Dann noch hier switchable, also austauschbar, die Haare oder die Kopfbedeckung, wenn ihr so mögt. Richtig nice. Und natürlich gibt es nicht nur Frauen bei G.I. Joe, es gibt auch jede Menge männliche Helden und auch Bösewichte. Und schaut mal beim Dominik in seinem Shop vorbei. Ihr wisst ja, bis zum Ende September kriegt ihr da 10% Rabatt mit dem Code MATE10. Und ich glaube, damit macht man nicht viel falsch. Zumindest nicht, wenn man Actionfiguren mag und detailliert halt. Sehr geil. Zubehör und Accessoires ist ein Stichwort. Ich habe mir für meine Retros oder Hasbros noch Gürtel besorgt. Und zwar wurden die letzte Woche, gingen die in den Verkauf von Wrestling Figure Workshop. Zum einen haben wir hier, ich packe ihn mal aus, das ist der WCW US, also United States Belt. Und ihr seht hier, wie schön es glänzt. Seht ihr es? Ja, ich drehe das mal ein bisschen. Richtig nice. Also wer Hasbros liebt und die Gürtel dazu, leider gab es ja nur wenige, der liebt auch dann diese Wrestling, wie heißen sie, Wrestling Figure Workshop Custom Belts. Die sind echte Augenschmaus, ein echter Hingucker und ich werde jetzt mal hier versuchen, den Gürtel anzubringen. Hauben kommt erstmal beiseite. Und nun sehen wir hier langsam, Marte. Wir sehen hier Ric Flair, die Retro-Figur von Mattel im Hasbro-Style mit einem Custom Hasbro-Belt. Und zwar hier von der WCW. Sehr schön. Auch hier ein Adler und dann hier Stars and Stripes. Und WCW-Schriftzug ist auch leicht angedeutet. Hier heben wir mal die Hand. Seht ihr das auch nochmal von der Seite? Leute, die ringen. Richtig nice. Auch hier nochmal WCW-Schriftzug. Ja, an diesen Sideplates. Also der Detailgrad ist auch hier extrem hoch. Und ich muss sagen, das sind richtig geile Gürtel. Ich habe die, glaube ich, Sonntag gesehen. Waren sie dann online zu bestellen. Und gestern sind sie schon angekommen. Und nun kommen wir zum Hogan und zum zweiten Belt. Und das wäre dann dieser hier, falsch rum. Und das ist der alte WWF World Heavyweight Championship Gürtel, der so in den 70ern, 80ern zum Einsatz kam.
bis er dann später von diesem Belt hier, dem Winged Eagle, abgelöst wurde. Den kennen wahrscheinlich die meisten von uns. Und der hier war aber in den 80ern ziemlich populär und groß und kommt in Silber-Look oder Glanz daher. Und der andere war ja Gold. Und ich finde den genauso geil, wenn nicht sogar geiler. Auch hier könnt ihr das Glänzen sehen, das Schimmern. Mega. Ich bin richtig beeindruckt. Das ist richtig gute Qualität, ja. Kann man echt nicht sagen. Die haben noch viele andere Belts, überwiegend auch dann für WCW Galoop-Figuren, die ich aber nicht sammle. Ich habe mich dann wirklich nur auf die Hasbros Custom Belts konzentriert oder, wie soll ich sagen, fokussiert. Und die werde ich mir auch weiterhin zulegen, wenn dann noch weitere Accessoires kommen. Bin da sehr gespannt. Aber wenn sie in dieser Qualität oder wenn sie diese Qualität beibehalten können, dann machen die Jungs dort in UK einen Mega-Job und alles richtig geil. Geil, geil, geil. Und damit verabschiede ich euch mit diesen goldigen Jungs und würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Und wenn ich dann die 300 Abos geknackt haben sollte, gibt es natürlich wieder ein Gewinnspiel. Nochmal Gruß raus an Military Tension, der wahrscheinlich auch diese Figur gerne hätte. Und an alex.r, meldet euch bei mir und dann schicke ich euch die Sachen zu. Haut rein, eine schöne Woche noch und bis bald. Ciao.